Willkommen zurück bei The Impatient. Wir wollen jetzt hier gleich weitermachen, herausfinden, was es mit den Indianerritualen auf sich hat und was es mit den Minenarbeitern auf sich hat. Wir sind ja hier letztes Mal bei Gordon stehen geblieben. Irgendwelche Geräusche waren draußen zu hören. Es klang so, als wären es die toten Minenarbeiter, wie es unser guter Erzählengenosse ja auch beschrieben hatte oder vermutet hatte. Ich bin mal gespannt. Wir müssen reden. Ich hoffe, Sie wissen, dass das alles nicht so geplant war. Ich habe das nicht gewollt, aber es ist meine Schuld. Können Sie mir bitte verzeihen? Sie glauben mir doch. Wofür verzeihen? Nichts davon ist jetzt wichtig. Ist es auch nicht? Dafür. Ich bin schon sehr lange hier. Hab viele Patienten kommen und gehen sehen. Ich wollte ihnen immer nur helfen. Und das ist daraus geworden. Das! Wenn ich hier rauskomme, fange ich neu an. Von vorn. Man kann sich ändern. Stimmt's? Das stimmt. Klar, Menschen ändern sich. Tja, das hoffe ich. Das hoffe ich. Ich würde es mir Sie, wünschen für dich. Sie sollten sich ausruhen. Nein. Eigentlich wollte ich zum Kalender hier gehen, weil der hat geläutet. War der Herrscher schon vorher da drauf? Mist. Ich hätte mal vorher zum Kalender gehen sollen, bevor ich ihn anschneide. Okay. Gordon, da draußen ist ganz viel Essen. Die laufen hier auch rein und despawnen einfach. Verschwinden einfach in der Erde. Gordon, aufwachen. Hey, mein Lieber. Es geht raus, die Zelle ist offen. Träume ich das nur? Ganz viel Essen. Das sieht wieder nach einem Traum aus. Oh ja, ist wieder so grün. Okay. Na dann mal. Hier stimmt was nicht. Puh. Da habe ich mich ganz leicht sogar nur erschreckt. Gott sei Dank. Oh Mann, jetzt mache ich die ganze Zeit hier mit dem Wolf rum, oder was? Alter, wer bist du denn? Okay. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Boah! Boah. Ah. Ah, ist schon wieder sehr spaßig hier. Hier passiert doch auch gleich was, oder? Hä? Was war denn mit meiner Hand los? Oh Gott, wo sind Sie hin? Das war doch wieder unser Gordon, oder? Ich mach die Tür ein bisschen komisch auf. Das Dach fehlt. Also ich bin auf jeden Fall angespannt. Ja. Ich scheine nicht willkommen zu sein. Verdammt, wir hätten Sie nie so lange allein lassen dürfen. Was? Jesus. Wo kommen eigentlich immer die ganzen Stimmen her? Wir brauchen ein Sedativum. Stellen wir Sie ruhig, die Tür schließt nicht mehr.
Ach, jetzt bin ich wieder bei mir in der Zelle, oder was? Na, hier schließen doch gleich bestimmt wieder die Türen. Na gut. Na, ich bin jetzt einmal im Kreis gegangen. Ist das wieder meine Zelle? Ja. Die hören sich alle nicht gesund an, die Jungs. Ich gebe Ihnen das hier und wir kommen bald zurück. Kommen Sie näher. Das Ende ist in Sicht. Du hörst dich nicht gesund an. Du hörst dich nicht gut an. Warum bin ich alleine? Okay, das Dach ist weg. Ich bin alleine, ich befinde mich immer noch in der Traumwelt. Da draußen gibt es nicht wirklich was. Ja. Aha. Wir befinden uns jetzt wieder auf dem vierten. Ich stolziere voran. Ich gehe mit erhobenem Hauptes. Es ist sehr dunkel, da kommt doch gleich was. Da passiert doch gleich was. Ach, das ging ja. Hey! Hä? Ist alles verkehrt rum? Okay. Na gut. Was ist, wenn ich mich jetzt so hier hinstelle? Nee. Nee, der steht doch direkt hinter mir. Ich erschrecke dich. Ich erschrecke dich. Ich will nicht. Okay, Augen zu und durch. Augen zu und durch. Es war so klar. Na gut. Du sahst nicht aus wie Gordon. Wer bist du? Enttarne dich. Nein! Warum? Warum tun Sie das? Aufhören! Du sahst wieder aus wie Gordon. Ui, 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 ui. Okay, leicht erschreckt. Zwei. Hey, da ist eine Spinne. Ich will die Spinne nehmen. Okay, dadurch kam jetzt das Loch ins Fenster. Aber das war doch vorher auch schon da. Wo ist Gordon? Bin ich jetzt wieder in der richtigen Welt? Scheint so. Das scheint nicht die Traumwelt zu sein. Okay, er ist nicht imstande, über die Matratze zu gehen. Ja, alles klar, dann gehen wir mal hier längs. Scheint ja doch sehr recht linear zu sein hier, das Ganze. Erster Fribourg. Was passiert hier mit uns?
verstehe nicht, wie wir das triggern können. Hallo? Ah, okay. Ah, ich verstehe. Ich sehe mal hier drüben nach. Ah, das ist doch die Sequenz, die wir ganz am Anfang hatten. Erwischt! Hier drin! Das war doch Abe. Das war doch Abe, oder? Na gut. Oh. William Bate? Wer ist denn William Bates? Müssen wir helfen? Ah. Wir waren wochenlang da unten. Am Verhungern. Jetzt hat er uns in Käfige gesperrt. Helfen Sie mir doch! Okay. Okay, ich kann da oder hier in diesen großen, gruseligen Raum rein. Naja, machen wir das nochmal. Was haben wir denn hier so Schönes? Irgendwas, was wir nicht aufnehmen können. Das haben die schon cool gemacht. Man hört den Luftzug durch den Kamin. Ist das ein Radio? Ein Radio. Ja. Ist ja schon. Ja, sieht schon ein bisschen verkrüppelt aus mit Hand. Die ganzen Fenster sind hier auch kaputt. Was ist denn hier passiert, sag mal? Vorne ist noch was, was ich angucken kann. Dann gehen wir doch mal dahin. Was haben wir denn hier? Ist das Klemmbrett. Doktor? Okay. Abe? Okay. Merkwürdig. Also ich war anscheinend wirklich Doktor. Ah, hier sind wir. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Also wir kommen ja jetzt wieder in den langen Flur, ne? Ich glaube, der war doch dort unten. Plus, dass dort ja auch der Professor seine Experimente mit uns gemacht hat. Das war ja klar.
Treatment Room, Pharmacy. Okay, das andere eben hörte sich aber nicht an wie eine Krähe. Ach du meine Güte. Was zum Henker ist hier passiert? Okay. Oh Mann, der ist ja gut zerfleischt worden. Ob das so schlau war, sich für den Wolf zu entscheiden? Ich gehe hier einfach mal weiter geradeaus. Ich kann auch nicht laufen, Leute. Also, nicht, dass ihr denkt, hey, mach mal schneller hier. Also angespannt bin ich schon, aber das geht hier ja alles noch. Da war der Vorgänger Paranormal Activity, The Lost Soul, doch deutlich schlimmer, was das angeht. Aber naja, ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Gelle, da liegt auf jeden Fall noch eine Taschenlampe. Kann ich gleich Taschenlampe Doppel-Action machen. Wahrscheinlich verliere ich diese hier jetzt. Auf irgendwelche mysteriöse Art und Weise. Hier saßen wir doch. Genau. Wir saßen genau hier. Ah. Okay. Ich verstehe. Drin ist irgendwas, was ich annehmen kann. Versuchen wir da nochmal reinzugehen. Da ist eine Tür aufgegangen. Sollten wir ihm etwas geben? Auf keinen Fall. Das würde die Beweiskraft der Tests untergraben. Okay, also die haben uns hier absichtlich hungern lassen. So. Hier ist auf jeden Fall gerade jemand längs gegangen und hat die Tür geöffnet. Und da komme ich anscheinend nicht rein. Aber bestimmt die Tür, die er hier geöffnet hat. Oder die dort hinten. Was geht denn hier ab? Okay, die Geräusche sind absolut nicht einladend. Was liegt denn hier? Okay.
Okay. Dort geht's auch nicht weiter. Also die Atmosphäre ist auf jeden Fall stimmig. Allerdings hätten die vielleicht noch ein bisschen mehr mit den Sounds arbeiten können. Also gerade was hier diese klaustrophobischen Gänge angeht. Was passiert jetzt? Was war das? Okay, da geht's wieder nach oben. Oh, hier komme ich in die Mine rein, oder was? Bleiben Sie sofort stehen! Boah, wer sind Sie? Meine Güte. Ich bin ein Patient. Okay. Ich musste nur sicher gehen, dass Sie nicht so ein Ding sind. Ich wollte Sie nicht erschrecken, aber ich habe Sie beobachtet. Scheiße! Einer von denen und ganz nah. Ist da hinten noch jemand? Sie sind alle tot. Keine Ahnung, was los ist. Aber Sie kommen lieber mit. Hier lang. Oh. Tut ganz gut, jemanden zu sehen. Jemanden Lebendiges zu sehen. Okay, da geht's in die Mine runter, oder was? Oh wow, wo sind wir? Sicher ist sicher. Ja, genau. Ich folge dir. Auf Schritt und Tritt. Also, der Laden fühlte sich schon fast wie eine Geisterstadt an. Also haben wir es anscheinend ja wieder mit den gleichen Monstern zu tun, die wir auch schon bei Until Dawn erlebt haben. Nach dir! Du schließt mich jedoch bestimmt weg jetzt gerade. Okay. Nochmal Glück gehabt. Der sieht auch nicht mehr lebendig aus. Ziemlich viele Pfleger. Ich glaube, wir sind sicher. Zumindest fürs Erste. Meinst du? David, ich arbeite hier. Wie lange sind Sie schon hier? David? Wochen, vielleicht Monate. Ja, manche Patienten wissen nicht mal, welcher Tag ist. Schon gut. Was machen Sie eigentlich hier? Alle sind schon weg. Ist jemand sauer auf Sie? Nicht wichtig. Die haben mich vergessen. Ihr Schweine. Aber ich kapiere nicht, wieso man sie zurückließ. Was ist denn das für ein Personal? Also, tja. Seien Sie ehrlich. Sind Sie ein Bergmann vom Einsturz? Ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Egal. Wir müssen weiter. Es gibt noch Überlebende, nicht weit weg. Aber dass sie es wissen. Ich hab sie im Auge. Ich dich auch. Okay. Ja. Dann gehen wir hier mal in die Pause rein. Und beenden das Ganze für diese Folge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wo wir da gleich hinkommen, ob wir die Überlebenden auch noch finden, was es generell auch mit dem Minensturz zu tun hat. Da hat man, glaube ich, bei Until Dawn nur bruchstückhaft wirklich was mitbekommen. Ansonsten würde das ganze Prequel hier mit dem Sanatorium nicht so viel Sinn machen. Aber ich kann mich daran auch nicht mehr ganz so erinnern. Ist ja auch schon ein paar Jährchen her, als ich das gespielt habe. Somit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt The Impatient mit Boriak. Bis dahin.